Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Bound by Flame. Wir haben ja in der letzten Folge hier den guten Kollegen Randwall befreit. Der ist ja so, stand in, von 3-4 Mobs umzingelt. Und dann habe ich gesagt, dass Randwall mitgehen soll. Und das war, glaube ich, ein Fehler. Gut, unterm Strich. Egal. Wir haben jetzt Pirscherin, Wächterin schon getötet und müssen dann die Erschafferin noch machen. Und in den Nebenquesten, also Edwin hätten wir eigentlich dabei haben sollen. Die 4 Kristalle haben wir jetzt, die geben wir jetzt auch gleich ab hoffentlich. Und Elfensoldaten müssen wir auch noch finden. Und eben, wie gesagt, die Artefakte von... Jetzt habe ich das wieder ausgeblendet, so... Die Artefakte von Edwin. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir den Quest schnellstmöglich abgeben. So, hier geht es nur zum Hauptquest. Na egal, laufen wir trotzdem mal lang. Das Problem ist, dass man die Nebenqueste nicht mehr abgeben kann, wenn man die Hauptquest abschließt. So, was haben wir denn? Ich guck mal eben, ob wir hier irgendwo langkommen. Also wir waren hier auf jeden Fall schon. Große Map an, ne. Okay, dann machen wir es anders. Dann hauen wir jetzt erstmal hier rein. Das ist nicht gut. Wir werden erstmal den... Schade. Ich habe keine Tränke mehr. Das ist ja auch nicht schlecht. Der Randwall liegt schon am Boden. Okay, das heißt, wir werden abhauen. Oder auch nicht. Jetzt haben wir hier einen netten Bug. Ich drücke gar keinen Knopf. Ist der jetzt wieder aufgestanden? Ja. Jetzt lebt er wieder, ne? Das ist ja auch irgendwie verrückt. Na gut, dann letzten Trank rein. So, die haben wir. Jetzt warten wir mal den... Das nützt nichts, da müssen wir die Waffen wechseln.
Heiltränke schlecht. So, jetzt aber gucken wir mal, ob wir welche bauen können. Das ist ja der Vorteil hier in dem Spiel, dass es wirklich anhält. So, 4 Stück konnten wir uns basteln. Nehmen wir gleich mal einen. Hier, warte mal, jetzt ist der Randfall wieder... Ne, da ist er. So, bolzen wir mal ein paar Feuerbälle rein. Von den Tränken haben wir genug. So. Also man muss tatsächlich sagen, man kann hier weglaufen. Der Randfall war ja eben ja tot eigentlich. Und man kann dann weglaufen und dann steht er wieder auf. Bisschen blöd. So. Ah, jetzt sind wir falsch gelaufen, ne? Ah, die große Map mal an. Ach, mit dem müssen wir eh noch. Der Söldner grüßt dich, Ritter. Wir müssen über... Wie soll ich... Du solltest... Der Ritter... So, den haben wir. Wechseln wir das... Erstmal eingestellt in die richtige Kampfhaltung. So, wir müssen hier lang. Hier ist ja unterm Strich nichts. So, Map aus. Ah, und wieder die Waffe gewechselt. So, jetzt hat er doch wirklich sehr viel offensiver gekämpft, ist aber selber fast draufgegangen. So, hier müssen wir hin. Gucken, ob wir die Tür jetzt aufkriegen. Tja, nee, das ist jetzt, glaube ich, ungünstig, da werden wir noch nicht weitermachen. Das Problem ist, wie gesagt, sobald ich die Hauptquest abschließe, und ich schätze, das wäre der Fall, nochmal auf die Map gucken. Das heißt, wir könnten... Da müssen wir durch.
Vielleicht laufen wir einfach mal durch, mal probieren. Wie gesagt, ich will jetzt erst unbedingt die Nebenquest abgeben. Denn wenn man die nicht abgibt, dann haben wir eben, wie gesagt, beim Abschluss der Hauptquest das Problem, dass wir die Nebenquest nicht mehr machen können und die EPs davon, die brauchen wir. Dann können wir nämlich auch gleich Randfall hier abliefern und Edwin wieder mitnehmen. Vulkan, wie kann ich dir helfen? Ich habe die Kristalle für das Lager. Danke dir. Ich wollte es nicht glauben. Hoffen wir, dass es genug sind, um uns vor den Horden an Kreaturen zu schützen. Ich werde sie aufstellen. So. Edwin, ich muss mit dir reden. Worum geht es, Vulkan? Ich brauche deine Fähigkeiten. Komm mit mir. Was bietest du mir? Schwertspielchen, Misstrauen und Sarkasmus? Ha, wie kann ich da Nein sagen? So, dann stellen wir die auch gleich ein. Edwin, ich muss mit... Worum geht... Wir müssen deine... Haben wir ein... Ich verstehe. Ich hab. So, ich mach das jetzt jedes Mal. Danke. Weil ich den Eindruck habe, dass er das nicht speichert. Sobald man. Warte mal, Heiltränke kaufen wir noch. Grüße. Kann ich deine Waren? So, Heiltrank. So, das heißt, wir haben jetzt 13 Heiltränke, das soll wohl reichen. Gut, dann machen wir uns auf den Weg zurück. Vielleicht können wir jetzt auch die Tür hier. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Ja, da sind bestimmt die Elfen hinter. Oh, vor die Wand gerannt. So. Können wir hier auch dran vorbeilaufen? Ach nee, Moment. Also hinter dem Vieh steht man besser dahinter. Oh, nun mach doch. So, den haben wir. Oh. Jetzt rennen wir alle im Kreis. So, da konnten wir nicht dran vorbeilaufen, weil Edwin stehen geblieben ist und wir brauchen auch die EPs. Ich denke, das wird nicht leichter. So, und da haben wir jetzt
Da hätten wir jetzt die zwei. Uppala. Da wären wir bald reingerannt. So, was ich die ganze Zeit nicht gemacht habe. Oh. Waffen weggesteckt. Einmal freigemacht. So, jetzt aber Waffen wechseln. Für den Knispel nehmen wir lieber das. Oh, da ist noch ein... Warum aktiviert er jetzt hier wieder nichts? Jetzt geht's erst. Seltsam. So, erstmal... Der tritt er mir noch in den Hintern. Erstmal zurück. So, jetzt wechseln wir doch die Waffen. Bei dem geht das. Oh, der hat aber eine Reichweite mit seinem Freezen hier. So, jetzt probiere ich das nochmal aus. Edwin ist tot. Ich laufe jetzt weg. Der wird resetten. Und da ist er wieder, voll aufgetankt. Das ist natürlich ein übler Bug. So kann man natürlich das ganze Spiel, was so Trash-Mobs hier angeht. Oh, guck, jetzt können wir looten. Er ist zwar auch wieder voll. So, Waffe wechseln. Ah, die sind lästig, die Viecher. Okay, dann eben Fernkampf. Trank nehmen, nicht vergessen. So, dann können wir den looten. Gucken wir gleich mal, ob wir noch ein paar Tränke basteln können. Naja, ein. Besser als nichts. So, und da ist jetzt die 2 dahinter. Das heißt, wir könnten jetzt den Nebenquest ins provisorische Lager. Macht ja nun gar keinen Sinn. Also diese Map hier ist nicht meine. Wie kommt man denn da hin? Doch eigentlich nur, bist du doch jetzt hier irgendwo. Naja. Während sie da angreift, gucke ich mal. Ob wir hier irgendwo hinkommen. Oh,
Weil hier kommen wir, glaube ich, auch wieder nur ans provisorische Lager. Dürfte ja nichts passieren. Sie ist ja dann gleich wieder da, wenn sie stirbt. Ja. So. Ah, müssen wir vielleicht in die Kanalisation die Elfen retten? Das sieht ganz so aus. Laufen wir mal hier durch. Naja, ach Gott, deswegen. Wir mussten in die Kanalisation, um die Elfen zu retten. Okay. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder Edwin dabei und den Randwall abgegeben im Lager. Die Kristalle haben wir abgegeben, damit wir auch vor allen Dingen die EPs bekommen, denn die sind in dem Spiel hier wichtig. Auch die Nebenqueste sollte man unbedingt machen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wem es gefallen hat, der kann ja gerne einen Daumen hoch da lassen. Und wer wissen will, wie es weitergeht hier mit unserem jetzt schon fast Dreivierteldämonen, der kann ja dann gerne den Abo-Button anklicken. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Und ciao.